Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play 4 Online. Ich bin's, der Black, und natürlich am Wochenende immer mit der Niete unterwegs. Und deswegen gehen wir jetzt auch ganz unterwegs weiter ins verborgene Gefängnis. Denn, ja, da verbergen sich bestimmt ein paar Quests, die wir machen können. Deswegen auf und davon. So, hier hinten scheint auch jemand zu leveln. Was? Gundula, cooler Name. Gefällt mir. Catch Me Baby ist das, von der Nachtwache. Level 63, ja, auch nah dran. Also wie gesagt, alle sagen immer, Tifa wäre tot. Klar, es ist bei weitem nicht mehr so viel los wie früher. Das muss man auf jeden Fall sagen. Aber es ist bei weitem auch nichts los. Dabei fällt mir eigentlich den Zombie. Wo kriege ich eigentlich den Zombie? Oh, fuck, das sind aber viele. So nicht. Templer. Nee, ich guck gerade, ob irgendwo die Dunkelkristall-Quest angezeigt wird. Ich weiß nämlich nicht mehr, von wem welche Quest kam. Aber ich glaube, das war drinnen, glaube ich. Oder waren die... Nee, Magierstab, das müsste alles Mondscheingrabzeug sein. Ist egal, wir gehen jetzt hier rein, ins Verborgene. So, den Erztempler hauen wir dann auch noch mit um. So, ja, toll. Erst AOE machen, dann den anderen tothauen. Dann hättest du nämlich gar nicht mehr tothauen müssen, lieber Black. Aber, naja. Was will man von so einer Niete hier verlangen? Oh, Gundula! Kennt mich sogar! Uhu! Gundula! So, zip. Übrigens, im Vergleich zu Bolzen, ist hier die Freundschaftsliste frei. Also hier könnt ihr gerne wieder schreiben, wenn ihr wollt. Wird ja früher oder später auch kommen. Da muss die Niete nur noch ein bisschen bekannter werden. Das ist meistens so. Aber... Flup! Natürlich müsst ihr nicht. Ist ja nicht so, als wäre ich darauf angewiesen. Nein. Nehmt mich. Ich brauche Freunde. Ich bin so einsam. Ach, Quatsch. So, wir gehen mal hier runter zu den Spinnies und gucken uns da mal ein bisschen um. Dazu lege ich mir am besten ein paar Rollen auf. Weil ich kann. So. 1, 2, 3. Ich weiß nicht, ob Gundula eventuell jeniger welcher ist, genau dieser Jäger, der eventuell beim nächsten Mal mitmachen kann oder könnte, ist ja durchaus möglich. Muss ja nicht heißen, dass Gundula, ich glaube, ich kenne nämlich den Namen von dem Jägerchen nicht, aber es muss ja nicht heißen, dass der Jäger keine Jägerin ist. Auch wenn der Name charmmäßig, also männlich klingt. Das hat ja nichts zu sagen, das weiß man ja heutzutage. Zumal, ich glaube, ja, genau. Ist ja häufig der Fall. Also, wenn das der Fall sein sollte und du genauso rumpackst wie ich hier an dieser Stelle, dann auch da kannst du mir ja in die Comments schreiben oder wo auch immer hin. Über Discord ist natürlich auch möglich. Facebook, Twitter, hast du nicht gesehen. Gibt ja mittlerweile viele Kommunikationsmöglichkeiten. Ich muss zugeben, ich nutze am meisten Discord, wenn ich irgendwas zu informieren habe. Oder aber Facebook, Twitter vergesse ich oft genug. Aber, naja, das liegt halt auch daran, Facebook ist mein ältestes Dingens. So, goldene Fledi-Flügel, da können wir auch hin. Also Facebook ist meine älteste Geschichte, wo wir irgendwas machen können. Und, Discord ist im Prinzip die neueste, aber halt mit der ganzen Technologie auch die beste. Und von da sind ja halt auch so viele Leute drauf, die wirklich, ja, drauf sind, weil sie mir gefolgt sind. Gut, das ist bei den anderen Sachen jetzt auch nicht unbedingt anders, aber ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall ist besser zu kommunizieren, zumal man da ja ähnlich wie beim TS da einfach mal mit den Leuten quatschen kann, wenn ich denn mal die Zeit dazu finde. Deswegen habe ich ja sowieso Skype schon abgeschrieben, wo ich ja auch mal dabei war. Also auf Skype, wer mich immer noch auf Skype hat, ich bin da schon lange nicht mehr aktiv, Leute. Ich gucke da zwar ab und zu mal rein, aber verlasst euch nicht drauf. Verlasst euch nicht drauf, Skype ist eine veraltete Information, einfach aus dem Grund, weil, ja, Discord halt besser ist. Es ist eine Vermischung aus TS und Skype und dazu auch genauso kostenlos und deswegen, warum soll man nicht das nehmen? So, flup, na komm, fall um, dankeschön. So, eine Spinnenkönigin tot. Ich hatte aber, glaube ich, habe ich die Quest schon fertig gehabt? Ja, ne? Genau, was war denn die andere Quest, die wir noch hatten? Das wären die 1 goldene Lady-Flügel, die nicht hier unten drin sind. Die sind nämlich hier hinten in der Ecke besser. Deswegen gehen wir hier hinten in die Ecke. Das war auch die uns jetzt gerade angezeigt wurde. So, okay. Soweit, so gut. Ich könnte mir ja noch Sonnenlicht draufholen. So. Und dann holen wir uns hier ein paar Lady-Flügel. Habe ich die Schwerter? Ne, die Schwerter habe ich nicht als Quest.
Ah ja, stimmt ja, da war ja was. Die Fledi-Flügel waren ja aus irgendeinem Grund, obwohl die viel schwächer waren als die anderen Mobs oder genauso stark waren wie die normalen Mobs, waren die aus irgendeinem Grund 10 Level größer. Da wurde irgendwas verhauen. Aber mich soll es nicht stören. Dann können wir hier ein bisschen in Anführungsstrichen chillen, wenn ich nicht von dem Schwert verkloppt werden würde. So, muss ja mal gesagt werden. Einmal selbst hochheilen. Spart Steine. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt Steine geholt. Das kann man bei der Niete viel schneller vergessen, weil man braucht ja keine Mana-Steine. So. Aber noch sieht es ja gut aus. Insofern wird es auch gut sein. Hopp und hopp. So, zwei Fledi-Flügel haben wir ja schon. Ich korrigiere mich. Wir haben 3. Und den Rest sollten wir auch relativ schnell hinbekommen. Hier hinten in dem Raum müssten aber noch ein paar mehr sein. Deswegen gehen wir da rein. Nehmen erstmal alles mit, was wir hier haben. So. Weil das Schwert mich ja sowieso angreift. Machen wir es gleich so. Bumm. Und so. Fall um. Sehr schön. Lady Flügel Nummer 5. Es geht doch voran. Braucht man sich nicht beschweren. Irgendwann, ja, können wir auch in den Schlummerwald, Nebelwald und so weiter und so fort gehen. Ich weiß immer noch nicht genau, wie sich das hier geändert hat. Normalerweise würde ich ja auf dem Level eigentlich schon wie die Haas machen. Mach's aber nicht, weil ich eigentlich erstmal davon ausgehe, dass sich da vermutlich auch ein bisschen was getan hat. Ansonsten bitte mal in die Comments schreiben, was eigentlich hier so wie momentan der optimale Levelweg ist. Ansonsten mache ich halt einfach weiter, was ich kann. Was ich auch schon sowieso die ganze Zeit gemacht habe. Nur halt, dass ich halt immer das Zeug, was ich sonst nicht hätte machen können, was einfach von den anderen Leuten liegen gelassen ist oder worden wäre. Viele Quests sind ja oft genug liegen gelassen worden. Ich will aber alles wenigstens mal gemacht haben. Deswegen mache ich die dann meistens so, dass ich mir die letzte Quest dafür aufhebe oder sowas. Bei einer epischen zum Beispiel. Wisst ihr ja noch, wie ich das da gemacht habe. Dennoch, ja, habe ich gerade keine Ahnung, weil man muss ja nicht von allem Ahnung haben. So. So, holen wir uns den mal her. Hallo, kleine Fledi. Komm mal hier mal zu der. Denn zu zweit hüpft sich's besser. So. Oh, Spinne hat begonnen. Schlachtfeld auch. Gucken wir mal. Schlachtfeld des Frühlings ist offen, tatsächlich. Ich könnte mich ja mal einschreiben. Wenn da noch irgendwelche Leute sich einschreiben würden, könnte ich ja noch ich kann ja keine Folgen aufnehmen. Verdammt, ich habe keine Zeit. Ja, in dem Fall brechen wir wieder ab. Sorry. So viel Zeit habe ich nicht. 15:30 muss ich spätestens los. Und die Folge, die Quest wird wahrscheinlich nicht voll, oder die Kaku wird wahrscheinlich nicht voll und gleich losgehen. Das ist schade. Na gut. 12 von 30 haben wir. Oh, ein Vollplattenhelm der Finsternis, ein Clary-Helm. Ich mach mal hier ein paar Karten auf, mal gucken, ob mir das ein bisschen Inventarplatz gibt. Ich habe offensichtlich nicht aufgeräumt, als ich das letzte Mal da war. Goldene Fledermaus, vom verfluchten Golderz berührt wurde diese Fledermaus zu einer goldenen Fledermaus. Jo, genau daran liegt's. Neue Karte, registrieren wir. Nehmen den mit, nehmen das mit. Aus 17 in Scheiße. Ja, hauen noch ein Schwert drauf. Öffnen hier noch eine Karte, weil wir es können. Mal gucken, was da jetzt rauskommt. Ebenfalls die goldene und ein bisschen stärker. Ja, dann registrieren wir. Und gehen mal hier hinten zu dieser Fledelmaus. Flowings. So. Heilen uns mal ganz kurz so hoch. Und hopp. Theoretisch mit seiner Regeneration ist das ja wirklich der einzige Fiesta-Char, der durchaus, ich meine, wenn man nicht im Haus sitzen will, sich durchaus auch ohne Steine zurechtkommen würde. Vorausgesetzt natürlich, man kriegt nie genug Schaden, als dass man irgendwas hinkommt. Aber hier ansonsten ist ja dieses Mana oder was, ich weiß gar nicht, wie das hieß ihr wisst schon wem, beim Kreuzritter genau. Ja, ist das ja wirklich das, was sich von alleine wieder auffüllt. Im Vergleich zu anderen. Ja, könnte der hier fast ohne Steine leben im Notfall. Die anderen müssten ständig ins Haus. Da macht die Regeneration doch ein bisschen mehr Sinn, weil ich kann erstens nebenbei was machen. Und zweitens, ja. Wo aktiv sein. Weil die anderen müssten sich dann immer ins Haus setzen. Und das, ja, würde trotzdem nur bedingt helfen. Ich meine, klar, Mana würde dann auch aufgefüllt. Ja, trotzdem. So. Ist das schon die bessere Möglichkeit hier? So,
Klappt natürlich nur bei Mobs wie denen hier, die noch nicht besonders viel Schaden machen. Aber naja, was will man mehr? Wir wollen es ja nicht übertreiben. Wir haben doch Zeit. So, hopp. Ja, puh, ich habe schon gedacht, ich hätte, weil ich so schnell geklickt habe, die AOE ein bisschen anders gesetzt, als ich wollte. Aber Glück gehabt. So. Komm, verfluchtes Schwert. Geh weg, du verfluchtes Schwert. So, ich hupp die eine Fledermaus an. Aha. Also die Schwerter haben eine höhere Reichweite als normale Mobs, weil normalerweise hätte ich nicht gedacht, dass der mich jetzt noch sieht. Okay, aber was soll's. So, ein Flügelchen macht schon 16. Das heißt, wir haben schon über die Hälfte. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Wolf. Gucken wir mal. Voll werden wir wahrscheinlich, oder voll, was heißt voll? Also fertig werden wir wahrscheinlich mit der Quest heute nicht. Oh, gleich 3, schön. Aus Gründen. Sind ja nur noch ein paar Minuten und wir haben erst die halbe Quest. Das wird leider nichts. So lange kann ich die Folge nicht verlängern. Ich habe es ja erklärt. Ich muss spätestens in einer halben Stunde ungefähr los. Aber davor muss ich mich natürlich auch entsprechend fertig machen. Das heißt, jede Minute, die man da hat, ist weniger stressig. Ja. So. Und für nächste Woche, ja, da habe ich da ja auch einen Termin für Dingens. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich dann genug Folgen habe, dass ich mich da nicht zusätzlich noch hinsetzen muss von der Mittelschicht. Abends dann nochmal 2 Folgen aufnehmen muss. Weil, da habe ich ja das Seminar, von dem ich euch mal erzählt habe. Aber es werden wahrscheinlich einige Folgen Husten zusammenkommen. Nee, ich meine, da wollt... Mist, jetzt kratzt im Hals. Einige Folgen von vom Bolzen. Der wird da ein paar Wochen hinkommen, denke ich mal, weil, wie gesagt, Dornhöhle, das dauert seine Zeit. Bis wir da wieder raus sind, das wird schon eine Weile dauern. Weiß nicht, wer alles mitgeht. Darky auf jeden Fall. Eventuell seine liebe Frau, also seine liebe Ingame-Frau. Ob die beiden was auch im Real Life haben, weiß ich natürlich nicht. Das kannst du mir ja mal in die Comments schreiben, wenn du das magst. Und ich frage ihn morgen einfach mal. So. Also, was heißt morgen? Ich frage ihn gestern einfach mal für euch. Ja, also ich werde ihn einfach gestern fragen und dann könnt ihr das übermorgen sehen oder so. Was weiß ich denn? Es ist verdammt schwierig, immer in der Vergangenheit zu reden, wenn man die Zukunft meint. Aber es in der Vergangenheit sein wird, wenn ihr, wenn der Gesprächspartner das mitbekommt. Ja, temporale Kausalitäten. Oder sowas ähnliches. So, Fledi, kommst du durch die Wand? Diesmal erlaube ich dir. Komm mit. Oh, verdammt, hier sehe ich nichts. Hallo? Hilfe. Ja, puh. Diese Wand ist irgendwie bescheiden. Also, Jungs, Mädels, geht niemals an diese Wand ran. Die ist irgendwie eine Todesfalle. Da kann man nicht sehen, nicht. Obwohl, vielleicht schaffen wir es doch noch, die Quest fertig zu machen. Ich meine, wenn es nur noch 1 oder 2 sind, die wir dann hinterher brauchen, dann ist es halt so. Die würde ich dann auch noch mit fertig machen. Also die 5 Minuten muss man dann haben. Um 5 Minuten verlängern, das müsste im Notfall gehen. Allerdings will ich es nicht übertreiben. So. Watch. Sehr schön. Okay, okay. Dann hätten wir 27. Ja, 3 sind es noch. 2 sind es noch. Das sieht gut aus. Das müssen wir vielleicht sogar pünktlich... Ja, das schaffen wir wahrscheinlich sogar pünktlich in der Zeit. Sehr wahrscheinlich. Hätte ich selber nicht gedacht, muss ich sagen. Ja, fertig. Cool. Ich würde mal sagen, wir machen mal das Möpselchen hier tot. Gehen hier hinten in die Ecke und hoffen, dass die Orks uns nicht sehen. So, hierher. Genau. Und ja, hier verabschieden wir uns. Ich könnte jetzt noch was Neues anfangen, aber das lohnt sich ehrlich gesagt nicht. Also wird die Folge nicht länger, sondern sogar kürzer. Ihr wisst ja, mir schadet das nicht. Jede Minute ist eine Minute mehr. Ich mache nochmal so. Ja, sieht doch gut aus. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Tipps und Ähnliches in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Bis denne. Tschüss.